Und damit haben wir schon Bergfest am vierten Vorrundenspieltag. Schalke gegen Hannover 96. Schalke gut reingekommen ins Turnier mit 6 Punkten. Hannover bisher noch Sieg und punktlos. 1:3 gegen Stuttgart, 2:4 gegen Hertha. Mit 0:1 gegen die dritte Partie verloren. Und jetzt das Aufeinandertreffen mit Schalke 04. Offenbar, dass das Frühstücksbuffet ordentlich Power gegeben hat für die 96er. Das 0:1 war übrigens gegen den ersten FC Köln. Das war das auch noch hier fürs Protokoll. Erwähnt haben. So, jetzt die Möglichkeit für Hannover. Finn Martin Scharenberg. Die Nummer 9. Tor der Schalker. Admir Kocha. Der Zopf. Torwart mit Zopf. Auch modisch bekommen wir hier alle Trends geboten bei diesem U16-Turnier. Wieder Scharenberg mit dem Abschlussversuch. Schiedsrichter sein zweites Spiel heute. Christian Westermann. BSC Blasheim. So, Scharenberg zum dritten. Kommt dann nicht richtig zum Abschluss. Oh, Hannover aber gibt in den ersten 3 Minuten hier den Ton an in dieser Partie. Kaum sage ich's. Riesenchance für Schalke. Luis Köster. Scheitert. So, er war auffällig. Kriegt den Ball jetzt aber nur hoch rüber gespielt. Mit er war auffällig meine ich Juan Cabrera, der jetzt den Torwart attackiert. Der Kapitän. Der jetzt gerade Königsgrauen und nicht Königsblauen in ihren grauen Trikots. Foulspiel. Zu viel des Körperspiels. Über die Bande, Lattentreffer. Josua Rufides schließt ab. Scheitert am Aluminium. Aufbauspiel jetzt wieder zu zweit, dann der Ballverlust, aber sehr, sehr aufmerksam von Admir Kocha. Ballmitnahme gegen die Bande. Haben wir dann mit den Händen gearbeitet. Ja, lucky. Nächster Abschluss. Über das Tor.
Liam Tiernan, der Keeper. Bahnhofer 96. Schade, klasse behauptet da Matteo Biondic, Nummer 9 beim Schalke 04. Liegentechnisch ja durchaus ein Vergleich hier auf Augenhöhe. Schalke in der Westfalenliga aktiv, Hannover in der Niedersachsenliga. Beide also nicht in der Regionalliga, der höchstmöglichen Spielklasse für U16 Teams. Faul, da war Hannover nicht ganz mit einverstanden. Ich glaube aber, die Entscheidung geht da in Ordnung. Da haben wir das Trainerteam von Hannover 96. Fabian Hellberg, der Co-Trainer, hat an diesem Wochenende das Kommando. Cheftrainer Lars Fuchs kommt immer noch 60 Zweitligaspiele. War für Braunschweig, Osnabrück, Jena und auch für den SC Magdeburg aktiv. Klasse rübergelegt, aber wieder pariert von Liam Tiernan. Sieht dabei ein bisschen wehgetan, humpelt da gerade. Jetzt sieht er, glaube ich, den Oberschenkel, wenn ich das richtig beobachtet habe. Hat auf jeden Fall Schmerzen. Und was Ersatzkeeper macht, sie ist schon bereit. Klasse gemacht! Spiel über die Bande! Und Treffer! Adem Podrimay dürfte das gewesen sein. Hier sehen wir es nochmal. Über die Bande gespielt, abgeschlossen. Super Tor. Wechselsituation ausgenutzt. 1-0 für 96. Oh, aber der Ausgleich. Und natürlich durch Juan Cabrera. Da haben wir den auffälligsten Akteur hier im Trikot der Schalker. Gestern schon tollen Turniertag gehabt. Ja, fast die unmittelbare Antwort. Erik Muth mit dem Abschluss für Hannover. Hier nochmal das Tor. Abpraller genutzt, die Handlung schnell. Und da sehen wir, wie er sich der Keeper noch den Oberschenkel hält. Also Liam Tiernan, der läuft nicht rund. Haben wir dann nochmal super in der Einstellung erkennen können. Humpelt er wieder in seinem Tor.
Also 1-1 wäre Punkt Nummer 7 für die Schalker und dann wirklich eine erfolgreiche Vorrunde. Auch Hannover würde sich bei einem Unentschieden oder einer Niederlage auch hinter die Mühlenkreisauswahl einsortieren. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Apropos Blick auf die Tabelle, das könnt ihr jederzeit machen. Ein Klick auf freebreakcup.de, ab in unseren Live-Score. Und da habt ihr die Topscorer, da habt ihr alle Ergebnisse und da habt ihr vor allen Dingen auch die Live-Tabelle, wo die Konstellation für die K.O.-Runde dann abzulesen ist. Also klickt gerne rein und seid auch von zu Hause hautnah dabei. Die fiebern mit. Die wollen hier natürlich den ersten Sieg. Nächste Großchance hier für die Schalker. Kontermöglichkeit jetzt für Hannover 96, aber gegen den Ball da nicht runtergeholt. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Oh, da gibt es jetzt noch mal ein bisschen Beef. Christian Westermann holt sich die Protagonisten ran. Nee, da muss noch einer was gesagt haben. Und dafür gibt es 2 Minuten. Da dürfte Luis Köster noch einen Spruch Richtung Westermann gemacht haben. Also 8 Sekunden Überzahl für Hannover. So, was sie nicht machen sollten, wäre jetzt drauf zu schießen. Ausspielen ist das Zauberwort. Das machen sie jetzt gut und verlieren den Ball. Das war alles anders optimal gelöst. Das war's. 1:1 zwischen Schalke 04 und Hannover 96. Hier haben wir den Blick auf die Tabelle. Also Schalke stand jetzt auf einem 5. Platz. Wirklich ordentliche Vorrunde gespielt mit 7 Punkten. Stuttgart in der Live-Tabelle Tabellenführer mit 10 Punkten zusammen mit Mainz 05.